Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Jackpot-Box von Sinan G. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Jackpot von Sinan G. So sieht das Ganze aus. Wir machen mal die Folie ab und schauen uns das Ganze dann im Detail an. So, wir haben hier eine schwarz-goldene Box im Hochformat und das Ganze ist von der Optik her wie ein Safe gestaltet, wie so ein alter abgegriffener Safe. Hier lesen wir mittig Sinan G Jackpot, dann haben wir hier oben ein goldenes Zahlen- bzw. Buchstabenrad, also hier kann man entsprechend dann die Kombination einstellen, um den Safe zu öffnen. Darunter haben wir das G mit der AK, das Logo von Sinan G. Und hier unten dann so Ornamente, beziehungsweise hier noch zwei Scharniere. Links ist das Ganze in einer Holzoptik. Rechts ebenso, unten genauso und auch noch oben. Ja, auf der Seite haben wir dann auch nochmal dieses G von Sinan G, wir hören es schon klappern. Und auf der Rückseite haben wir dann das Ganze hier so verschraubt, Nieten. Und dann haben wir die Credits und einen Barcode. Gut, dann schauen wir mal hinein. Es ist vom Boxformat bzw. von der Gestaltung her recht eigenartig, denn das Ganze geht hier oben auf und ist auch, ihr seht das selbst, vom Material her nicht so eine reguläre Kartonbox, sondern eine etwas schlichtere, so eine Pappbox. Also ganz das Ganze etwas dünnwandiger als die regulären Boxen. So sieht das Ganze von innen aus. Weiß. Klappen wir mal wieder zu. Und nachdem hier wirklich alles bis auf das Poster in Folie ist, werden wir das mal hier entsprechend rausholen. Wir haben hier einmal die Umhängetasche. Dann haben wir hier eine Halskette. Das Album an sich. Und dann noch dieses Bonus Sleeve, dieser Bonus EP. Und das ist immer so eine Sache. Also wir haben zwar hier, genau hier kann man sehen, in der Mitte so vorperforiert. Ich hoffe, man kann das jetzt sehen. Aber ich schneide es dann trotzdem immer lieber auf, weil trotz dieser Perforierung dann irgendwo das Ganze noch abknicken kann und Folie abziehen oder so. Deswegen gehe ich da immer auf Nummer sicher und schneide das komplett auf. Gut, wir haben alles aus der Folie befreit. Und wie immer starten wir mit dem Album an sich. So sieht das Ganze aus. Sinan G Jackpot. Es ist das sechste Soloalbum von Sinan G. Wir haben hier Sinan G mit einem Gucci-Oberteil, also mit so einem Trainingsanzug, an einer reich gedeckten Tafel sitzen. Rotwein und was haben wir hier? Weintrauben sind am Start. Der gute Mann, Armzigarre rauchen. Das Ganze kommt in einem Standard-Jewel-Case. Hier unten haben wir dann auch nochmal das Logo, das goldene G. Sinan G Jackpot lesen wir auch hier. Und auf der Rückseite haben wir die Tracklist. Wir haben hier insgesamt 17 Tracks an der Zahl. Und wir haben einige hochkarätige Features. Nämlich sind dabei Farid Bang, Dardan, Kollega, Casey Rebel, PA Sports und Summer Jam. Also diese Features können sich echt sehen lassen. Darunter haben wir dann die Credits. Dann werfen wir mal einen Blick ins Innenleben. Wir kommen zuerst zum Booklet. Wir haben hier die Infos zu den einzelnen Tracks. Also, wer hat das Ganze produziert? Dann hier eine Aufnahme von Sinan G auf einem alten Sessel, auf so einem alten Stuhl sitzend. Nochmal Sinan G, die weiteren Tracks. Die letzten drei Tracks
und die Credits zum Album. Also, wer hat das Ganze produziert, gemixt, gemastert, Fotos und Artwork. Nochmal Sinan G mit einem schicken Burberry-Hemd. Und zum Abschluss gibt es dann nochmal das Logo. Gut, also das Booklet aufs Wesentliche beschränkt. Wir haben dann die CD an sich. Sieht so aus, in diesem rotbraun gehalten, wie auch schon das Booklet. Und die Schrift dann in diesem goldglänzenden. Jawohl. Rückseite ebenfalls in diesem rotbraun. 17 Tracks auf dem Album, damit nicht genug. Wir haben hier noch Bonus dabei, und zwar die JVA Volume 1, beziehungsweise Volume 1. Und zwar ist das Ganze 7 Tracks stark. Wir haben hier Features von Ezi und genau hier oben und Yoni. Also wir haben zwei Features auf 7 Tracks verteilt. JVA, der Titel, steht nicht etwa für Justizvollzugsanstalt, auch wenn das naheliegend ist bei seiner Vergangenheit. Nein, JVA steht in diesem Fall für Jungverbrecher Ausländer. Dann haben wir hier noch die Credits. Dann schauen wir mal hinein. Das Ganze kommt in einem Digisleeve. So sieht dann die CD aus, in schwarz und weiß gehalten. Und es ist die Frage, ob man das hier sehen kann auf dem Cover. Ist echt schwer, dieses Dunkelgrau auf Schwarz. Wir haben hier im Hintergrund, also so halbtransparent noch, in seinem dunkelgrauen Ton, der sich leider kaum abhebt hier auf der Kamera, rechts hier Sinan G mit Sonnenbrille und links haben wir hier einen Wachturm und eine Mauer einer JVA. Also Sinan G hier vor einem Knast. Da wird auf jeden Fall mit dieser Abkürzung JVA gespielt, aber er hat selber behauptet, es stünde für Jungverbrecher Ausländer. Okay, dann kommen wir zum nächsten Boxinhalt, und zwar haben wir dabei ein Poster. Dieses Poster ist beidseitig bedruckt. Auf der einen Seite haben wir ihn hier mit dieser Brille und der Gucci-Tasche umgehängt. Unten links das Logo im Querformat gestaltet und auf der Rückseite ebenfalls im Querformat das Ganze dann in schwarz und rot gehalten, also Sinan G hier so im Rotlicht, ansonsten hier alles düster in schwarz und links gibt es ja noch das Logo in rot. Also beidseitig bedruckt, ihr könnt euch natürlich aussuchen, welche Seite es bei euch wird, beide Seiten im Querformat. Dann haben wir eine Umhängetasche, gab es ja schon oft, allerdings ist diese vom Format oder generell vom Design her, von der Gestaltung etwas Besonderes, denn die meisten waren ja dann doch, wenn sie Umhängetasche waren, eher so in diesem Format. Und die ist einfach mal mehr oder weniger das Doppelte davon. Und zwar haben wir hier eine schwarze Tasche. Wir haben hier einen Verschluss in so einer Lederoptik mit Sinan G Logo. Das Ganze lässt sich hier mit Magnetverschluss, zum Magnetverschlussknopf öffnen, sehr schön, beziehungsweise verschließen. Da ist nichts weiter drin. So sieht das Ganze aus. Also wir haben hier entsprechend Platz, Geldbörse, Handy, was auch immer zu verstauen. Was ich euch allerdings nur raten kann, nachdem das Ganze hier mit Magnetverschluss ist, packt dann nicht unbedingt eure Kreditkarten oder eure Bankkarten rein. Denn ich habe selber mal bei der Bank gearbeitet und ich weiß es aus eigenem Leidwesen, wenn ihr Karten in der Nähe von Magneten habt, und das ist gerade bei so Frauentäschchen oder bei, ja, in diesem Fall bei so Umhängetaschen bei Männern, wenn die jetzt irgendwie Magnetverschluss haben, die zerstören mit der Zeit eure Bankomatkarten. Also wenn ihr da irgendwie eure Bankomatkarten, eure Bankkarten reinpackt, dann wird mit der Zeit der Magnetstreifen beschädigt und ihr könnt diese Karte dann nicht mehr verwenden, nicht mehr beheben, nicht mehr zahlen. Und ihr müsst diese dann umtauschen. Ja, das nur am Rande. Dann haben wir hier noch eine zweite Tasche, beziehungsweise ein zweites Fach. Dieses hier mit Reißverschluss. Auch alles in schwarz gehalten. Und dann auf der Rückseite, beziehungsweise auf der Innenseite, haben wir dann noch ein drittes Fach. Ein Geheimfach, mehr oder weniger. So sieht das aus. Also hier kann man dann wirklich
die vielleicht etwas heikleren Sachen reinmachen. Das trägt man wirklich direkt am Körper. Und das Ganze kommt dann mit diesem schwarzen Gurt. Der ist mit Hilfe dieses Elements hier größenverstellbar. Das hier ebenfalls auch noch ein zweites Mal ist. Also man kann hier beide Seiten Größen verstellen und dann hier mit dieser Schließe, mit dieser Schnalle entsprechend zumachen. Sehr schön. Und als letzten Boxinhalt haben wir die von Synergy so angepriesene Halskette. Also man kann auf jeden Fall mal sagen, die Halskette plus Anhänger haben ein stolzes Gewicht. Die sind echt schwer. Und wir haben hier eine Goldkette mit einem goldenen Anhänger. Und dieser Anhänger ist dann auch noch mit Steinchen verziert. Also, das sticht echt ins Auge, das blinkt. Wir haben hier eine AK, also eine Automatik Kalaschnikow an diesem Anhänger hängend. Und das Ganze ist, wo haben wir es? Von Fashion Jewelry Made in Turkey. Machen wir mal ab hier. So, und so sieht dann der Verschluss aus. Also ein regulärer, so ein klassischer Verschluss für eine Halskette. Kann man dann hier entsprechend aufmachen. Und je nachdem, wie es um den eigenen Hals beschaffen ist oder wenn man die Länge irgendwie variieren will, muss man nicht unbedingt hier wieder zumachen, sondern man kann natürlich auch den Verschluss dann entsprechend enger machen, indem man hier eine andere auswählt, also ein anderes Glied und dann das Ganze entsprechend verkürzen. Gut. Das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigte Halskette mit diesem AK-Anhänger. Dann haben wir die Umhängetasche, das Poster beidseitig bedruckt, zweimal im Querformat. Die Bonus-EP, die JVA Volume 1 mit insgesamt 7 Tracks. Und natürlich das Album an sich, Jackpot, mit 17 Tracks, womit wir auf insgesamt 24 Tracks kommen. Jawohl. Das alles in dieser wunderbaren Box Jackpot von Synergy. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Synergy unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.